Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende, liebes Orakel. Freitag, Samstag, Sonntag. Wir schauen an, was die Karten erzählen. Freitag sehen wir hier, es ist etwas bewölkt. Und das bedeutet, du befindest dich in einer Lebenslage oder kommt etwas auf dich zu, was für dich alles erstmal undurchschaubar erscheint. Aber das bleibt nicht so, weil hier scheint schon die Sonne. Das kann sogar Freitag ein Wechsel sein. Etwas, was bis jetzt alles in die Schwebe war, wo nicht wusstest, wie das weitergehen soll. Oder jemand hat dir etwas mitgeteilt und du hast es nicht verstanden, was diese Person damit überhaupt sagen möchte. Und Freitag kommt die Klärung. Es klärt sich etwas auf, macht etwas sichtbar. Und hier auf diesem Bild sehen wir die Vögel und das bedeutet schon mehr Leichtigkeit, mehr Bewegung. Hast du konkrete Ziele, klärt sich etwas auf, geht alles voran, kommt Fröhlichkeit und was diese Karte noch bedeutet, die Kommunikation. Also über diese Situation werdet ihr unterhalten. Das kann in beruflichen Ebenen sein, kann die Partnerschaft sein, kann auch etwas bedeuten, was in Familie passiert. Samstag sehen wir hier. Dieser Berg kann Berglandschaft auch sein. Ein Ausflug in die Berge gibt dir Kraft. Aber Berg bedeutet oft eine kühle Haltung. Und dieser Berg kann auch eine Person sein und diese Person hat was zum Sagen. Das kann dein Chef sein, dein Vater sein, jemand, der sehr dominant erscheint. Und du empfindest es als sehr kühl, sehr distanziert ist, wobei die Gefühle sind da. Weil hier Mond zeigt tiefen Gefühlen, aber kann passieren, dass diese Person, das kann ein Mann sein, kann auch eine Frau auch sein, unterdrückt die Gefühle. Was die Karten noch bedeuten können, etwas beschäftigt dich, etwas bedrückt dich, fühlst du dich kraftlos, müde und Mond symbolisiert die Nacht, auch die Schlaf. Also ein gut erholsamer Schlaf werde dir gut tun. Sonntag sehen wir hier, Baum bedeutet Sicherheit und Stabilität, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Und diese Schlange kann Umwegen bedeuten, du erreichst das durch Umwegen. Baum symbolisiert aber auch Gesundheitsthemen, genau wie diese Schlange auch. Das kann im Mittelpunkt sein. Entweder ist jemand krank und machst du Sorgen oder interessierst du dich für diese Thematik. Das kann Ausbildung sein oder arbeitest du in diesem Bereich. Und diese Sense kann Kündigung sein oder Trennung sein. Oder kann plötzliche, unerwartete Ereignisse auch bedeuten. Ich muss jetzt etwas sagen, im Hintergrund ist etwas laut, aber wir leben auf einer Finca und rundherum sind Felder und sie ernten gerade etwas. Da fahren Traktoren rum, da sind ein paar Marokkaner, die arbeiten in Feldern. Und ja, manchmal singen sie, manchmal sind sie ein bisschen lauter wie gewohnt. Also das hört man vielleicht bei der Aufnahme. Mein Fenster ist offen, hört man alles. Aber ich hoffe, dass ihr mich auch hört. Also zurück zu den Karten. Die beiden können Gesundheitsthemen bedeuten. Das kann auch deine Berufung sein.
Was die Karten noch bedeuten können, dass diese Schlange eine Frau ist und dieser Kontakt kränkt dich, tut nicht gut. Das kann zum Beispiel sein Ex-Frau auch sein. Und diese Sense bedeutet die Trennung. Du wirst von dieser Frau dich entfernen. Oder wenn diese Frau bei ihm ist noch oder haben sie noch Kontakt, dann wird dieser Mann sich trennen. Und das war dieser wochenende Liebesorakel. Wenn euch diese Aufnahme gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.